Sie wirken sehr müde. Alles in Ordnung? In Gottlosen keinen Frieden, Charlie. Die heutige Ermittlung des Kunstclubs dreht sich um eine Kutsche. Man sagt, sie sei mit Blattgold bedeckt, sodass sie Passanten im Sonnenlicht blendet. Selbstredend soll sie außerdem verflucht sein. Versuchen wir doch, sie aufzuspüren. Ist das etwa dieser? Vermutlich wurde damit früher die Post transportiert. Ist das eine Deki? Vielleicht ist es auch eine. Inspiziere doch mal bitte. Die sieht wirklich bemerkenswert komfortabel aus. Nein, oh mein. Ach, Jacob, du bist zu nichts zu gebrauchen. Oh mein Gott. Ich dachte schon, er wäre betrunken. Alter Jacob, wieso vibriert der Controller? Was zum Teufel? Mein liebster. Was? Mein liebster Fry, wann liege ich nur endlich wieder in deinen Armen? Jeden Augenblick seit unserem letzten Treffen war ich von Einsamkeit erfüllt. Deine Abwesenheit lässt mich verzweifeln. Ich beschwöre dich, komm zugleich zu mir zurück. Ich sehne mich danach, dich zu sehen und deine Stimme zu hören. Verweile nicht länger. Ich warte sehnlichst deine Ankunft und gebe mich dir vollkommen hin. Deine dir ergebene Elizabeth. What? Achso, ich dachte, da kommt noch was. Nee, ich war schon ganz. What the hell? Hey! Das ist eine Kutsche, die du catchen musst. Catch the Kutsche. Auf geht's, Verringerung zum Ziel entfernen. Hey, das passt sogar. Nein, das passt nicht. Nein, nicht so ganz. Verringerung zum Ziel entfernen. Ich glaube, du wolltest sagen, entfernen zum Ziel verringern, oder? Genau, Lukas. Und dann habe ich mich versprochen und dann wollte ich dir die Verringerung zum Ziel entfernen. Sagen wir ja. Sagen wir, Oh, ist noch ein eigener. Egal. Ach, egal. Mann. Du musst sie einfangen, ne? Vielleicht. Und möglichst wenig Sachen dabei kaputt machen. Ach, warum denn? Weiß nicht. Öffentliches Interesse und so, ne? Aber warte, ich habe ja einen Timer. shit. Steht da nicht umsonst die Kutsche in weniger als 2 Minuten entfernt? Das ist aber wahrscheinlich nur für extra. Der ist zu schnell. Den kannst du abschneiden. Sehr schön. L1 aufs Dach steigen. Okay, und? Nice. Sie können mich entführen, aber besitzen werden Sie mich nie. Wer ist da? Sind Sie ein Freund? Ja, Madame. Keine Sorge. Sie sind sicher. Vorerst. Das Haus der Lady erreichen. Sie haben mich gerettet. Dieser Dreckskerl hätte mich auf der Stelle zur Heirat gezwungen. Was für ein Schuft? Ja. Ich muss nach Hause. Okay. Schauen wir mal, wie gut wir das schaffen. Alter, wirklich. Ich wollte ihn noch erwischen. Wer will fast entkommen? Oh Mann. Kurve schneiden. Hui. Ich dachte schon, du fährst jetzt auch noch zum. Nee. Ach, Fahrkünste von Lukas. Das sind sie nicht doll. Ja, ich mach bald meinen Führerschein. Button. Yay. München freut sich nicht. Leo traut mir nicht zu, dass ich richtig Auto fahren, Kutsche fahren könnte. Ja. Da ist doch offensichtlich, dass ich da ein Talent für habe. Offensichtlich ja. Aber. Was soll ich jetzt machen? Was? Sie haben recht, Miss. Ich muss die Kutsche verteidigen. Ach nö. Kannst auch aufs. Ne? Du musst nicht unbedingt jetzt. Haha, ups. Das ist ein Motorrad, das draußen herumkommt. Da brummt ein Motorrad draußen herum. Ja, geh weg. Ups. Oh, sag bloß. Du musst die Kutsche nicht nur rammen, du kannst auch aufs Dach steigen und Messer werfen, ne? Hopp. Oder so, ne? Muss sie halt einfach nur alle töten und die Kutsche beschützen. Ha, cool. Steigen sie wieder in den Wagen ein? Oh, okay. Tada! Tschüss. Ein bisschen eng hier. Ein bisschen eng. So, die anderen sind miteinander beschäftigt, ne? Ja. Und du kommst einfach. Nein, wo. Okay.
Okay. Müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Sachte, ja, ja. Und jetzt sachte, sachte. Vorsichtig. Oh, guck mal, das ist eh unser Viertel. Nice. Kann das sein, dass die alle kaputt machen muss? Ah, nein. Nein. So muss warten, bis der andere aufgibt. Schätze ich mal. Oder du musst den einen, der da angezeigt wird, kaputt machen. Jetzt ist er kaputt von deinen Freunden. Wir haben sie abgeschüttelt. Vielen Dank. Och. Wo willst du hin? Bringen Sie mich nur nach Hause? Bitte einmal umdrehen. Ich schulde Ihnen meinen Dank. Sie haben keine Mühen gescheut, jemanden zu retten, den Sie nicht kennen. Wie lautet Ihr Name? Jacob Fry, Miss. Aha. So, jetzt bin ich mal gespannt, was da draus wird. Nichts. Oh, schade. Ich weiß es nicht. Es ist nur meine... Einschätzung? Ja. Das ist meine objektive oder subjektive Einschätzung, ich weiß nicht. Das ist eine Einschätzung, okay? Ich hab halt geraten, Mann. Nee, so schnell bist du wirklich nicht. Miau. Brrrr. So ist's recht. Alter. Piep. Alter. Sie haben meine Ehre bewahrt und mich gerettet. Ich bin Elisabeth. Möchten Sie nicht runterklettern und sich zu mir setzen, damit ich Ihr Gesicht sehen kann? Okay. Ich glaube, Lukas hatte recht. Miss? Wo sind Sie? Wait, what? Hä? What? Liebste Mama, liebster Papa, wenn Sie dies lesen, bin ich vermutlich lange tot. Ich kann den Marquis nicht heiraten, denn ich liebe einen anderen. Ich muss diesem brutalen Tyrannen entfliehen, aber ich weiß, dass er mir nachjagen wird. Ich fürchte mich sehr. Ich liebe Sie sehr. Leben Sie wohl, Ihre Tochter Elisabeth. Hä? What the fuck? Aber Geister mit einer hübschen Stimme. Oh. Sie gleich aus den Schuhen kippen. Was ist denn geschehen? Sie würden es nicht glauben, wenn ich es sagte. Von was der Jacob alles träumt. Tja. Yeah. What the hell? Das war's schon. The what? 880, wir haben über 8000 Pfund. Yeah. Tu es. Kleinigkeit. Hopp. Nee, so viel zu Kleinigkeit. Kleinigkeit? Let's go. Aber da schaut die Person echt aus wie eine Frau. Oder? Ja, es ist eine Frau. Es ist halt schlecht gemacht mit dem Audio-Ton. Aber klingt aber wie ein Kerl. Ach, Lukas. Nee, guck mal, schaut sogar aus wie ein Kerl. Haben wir es verguckt? Das ist ein Kerl. Nein. Ah. Wo ist das ein Kerl? Überall. Nein, Spaß. Thank you from the bottom Not of my heart. Not for that. Mission, Lukas. Mission. Ja, ich schau grad. Zoom halt einfach raus. Oh. Wahnsinn, Technologie, Lukas. Nein, wir sind nicht hier. Die Missionen sind nicht hier. Auch nicht da. Doch, da ist sie. Zimmer mit Ausblick. Du kannst es aber auch die andere machen, wenn du willst. Freundschaftlicher Wettbewerb. Mhm. Sie können es mit. Such dir eine dieser zwei Missionen aus. Wirklich, nein. Da. Was denn? Du kannst schnell reisen dahin, du bist aber 5 Meter davon entfernt. Wenn ich eine Kutsche nehme? Guck dich mal um. Dreh dich um. Bist literally... Alter. In die Mitte. Bist literally 400 Meter entfernt. Entschuldigen Sie bitte. Literally. Ich muss mir das mal leihen. Könnten Sie mal kurz Ihre Kutsche entbehren? Wie, ich hab einen Bär. Ich sagte Entbehren. Oh ja, stimmt. Heidelbeeren oder Erdbeeren? Erdbeeren. Erdbeeren, also. Das ist nicht die Jahreszeit für Heidelbeeren. Ha, was glaubst du? Es ist immer Zeit für Heidelbeeren. Ich habe übrigens erst letztens wieder Erdbeeren gegessen. Ich auch. Die waren aber nicht süß. Du tust halt Zucker drauf. Da war Zucker drauf. Ui. Wow. Ah, das ist die. Sehr schön. Die kenne ich sogar noch, die Mission. Langsam werden sie... Yo, du bist frei. Free Willy. Wait, das ist ein komischer Titel. Wenn man nicht wüsste, dass es um Orca gehen würde, dann... Ne? Ja.
Könnte man glauben, das wäre ein Film mit Schauspielern, die nicht so viel anhaben. Ja. Oh Gott, ich starte das einfach mal. Free Willy. For every second purchase, get the Free Willy. Oh, Big Ben, ne? Ja, und wer? Oh, grandios, sie sind hier, um mich zu ermorden. Ich weiß. Ist schon gut, jeder hat seinen Preis. Ist das genug? Ich habe nicht vor, sie zu töten. Was wollen Sie dann? Mr. Starrick und die Milner Company haben ihre Vorhaben lange genug blockiert. Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Wunderbar. Kommen Sie mit, wir haben viel zu besprechen, Mr. Jacob Fry. Zu Ihren Diensten. Solche Worte hört man doch gerne. Mademoiselle, du Croissant, du Marmelade. Du machst die Stimmung kaputt, Lukas. Welche Stimmung? Das sagst du dann. Die Stimmung. Die wir da haben, die awkward. Man kennt sich nicht, aber irgendwie mag man sich. Ja. Diese awkward Silence. Ich bezweifle, dass ich mich von dieser Kränkung erholen werde. Was genau hätten Sie davon, mich zu retten, Mr. Fry? Ich sehe eine Möglichkeit, von der wir beide profitieren. Tun Sie das? Ist das so schwer zu glauben? Was immer Sie auch bezwecken, es dürfte äußerst anstrengend werden, gegen Milner und Starrick zurückzuschlagen. Der gehört zu Milner. Milner! Echt jetzt? Ich kann nicht noch einen Bus verlieren. Ah, shit. Das ist ein anderer. Du weißt, wenn du X drückst, dann treibst du die Pferde an. Oh ja. Wollte ich ja nur mal gesagt haben, ja. Haha! Alter. Dude. So, Anna's tot. Die zwei musst du töten, da vorne. Oder den einen. Der noch 72 Meter, 71, 70, 69, 68, 67, 69. Meter entfernt ist. Meine Güte, bist du kindisch heute? Ich bin überhaupt nicht kindisch, ne? Free Willy. Nein. Hashtag Free Willy. Nein, nein. Ups. Passant. Passiert. Passiert kann wirklich drei Bedeutungen haben. Ja, passieren total. Im Sinne von, was, Früchte passieren? Ja genau, also dünn machen. Dünn machen. Also klein machen, passieren halt. Ja, genau. Genau, dann passieren halt. Passieren im Sinne von geschehen und passieren im Sinne von vorbeigehen. Ja. Krass, cooles Wort. Schon, gell? Ja. So flexibel. Ja. Passieren, passiert, passiert. Au. Passierende Passionsfrüchte passieren, passiert. Passierend. Was? Passieren, passierend. Passanten. Ja. Passierenden Passanten. Mit Reisepass. Mit. Warum auch immer. Und ich bin das Schlimme heute. Ja. Ja, ja. Immer. Immer. Mhm. Bin generell übrigens für alles verantwortlich. Ne? Ja. Was für eine Videoschnitt? Und stimmt. Die Aufnahme. Für die Cliffhanger bin ich zuständig. Ich weiß nicht mehr, welches Video das war, aber es war echt ein fieser Cliffhanger. Es gab zu viele mit fiesen Cliffhangern. Hey. Macarena. Du weißt, dass du im Kreis fährst, oder? Ja, aber der fährt ja wohl raus. Was soll ich denn mit dem Oh, den soll ich töten. Ja. Das geht schon die ganze Zeit. Ups, ja, wir lesen keinen kleinen Vorteil. Ja. Komm schon, unser Kutsche ist so scheiße lahm. Dreck. Nein, auch nicht. Nochmal noch Dreck. Nochmal. Do it. Na also. Yay. Omnibus Fahrplan mit nachher. Wise Man, gehen Sie heute Abend zum Betriebshof, um eine besondere Aufgabe zu erhalten. Forbes. Aufgabe B. Nicht Aufgabe. Vorfahren, ne? Fortfahren. Vorfahren. Vorfahren, Fahrten fort. Fahrt die Fuhren. Jetzt bei Ford.
Der neue Ford fährt fort. Fährt fort, bevor sie davon kommen. Ja. Ja. Es hat immer Vorfahrt. Eingebaute Vorfahrt. Fahrt. Fiat. Bei Fiat. Bei Fiat. Der neue Ford Fiat Fiesta. Hat immer Vorfahrt bei Ford. Und Fiat. Ach Gott. Was ist nur los heute, Lukas? Es ist heiß. Es ist heiß draußen. Oh, die Hitze steigt mir zu Kopf. Du bist Neo. Du weißt es nur noch nicht. Was? Kreis oder Dreieck? Dreieck? Kreis, nee, war, Kreis war Konton. Du hast nicht gefragt, was, Lukas. Oh, sorry. Du hast nicht gefragt, was. Was war, wie. Genitiv, ne? Genitiv? Ich weiß nicht. Genitiv ist Wessen. Aha. Und was war, wie oder was, war Dativ. Wie, Dativ war wem? Sag ich doch. Was? Ja. Akkusativ war wer oder was? Wen oder was? Wen oder was? Ach, lecker. Wer oder was war das Substantiv? Danke. Meine Güte. Fahren. Aha, okay. Wer oder was war Substantiv? Deutsch. Entschuldigung. Mark Comerna. Starricks Marionette persönlich. Vorsicht, ihr Trottel! Dieses Parkscene muss noch zum Attaway Depot. Glaubt er könnte meine Busse niederbrennen? Geben wir ihm seine eigene Medizin. Und zwar die ganze verdammte Flasche. Wir nutzen Milners Parkscene gegen ihn. Doch dazu brauche ich meine Gang. Das ist unternehmerischer Instinkt, Mr. Fry. Ich überlasse das Ihnen. Ey, die Augen sind da oben. Er hat seine Augen zugemacht. Er hat nach unten geguckt. Er hat seine